So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overlord 2. Wir sind hier gerade in Immerlicht und sorgen dafür, dass ja, die ein oder andere Person, also die Besucher Immerlichts und auch die eigentlichen Bewohner. Nee, er wurde nicht gefressen, er wurde auseinandergerissen, würde ich mal sagen. Bleib doch stehen, Dicke! Ihr seid ja noch ziemlich beruhigt. Tja, hier ist jemand aus Nordberg. Ja, oft gibt's nichts, aber oft gibt's auch Lebenskraft oder Geld. Wir könnten natürlich die auch übernehmen und damit eine kleine Sklavenarmee aufstellen. Das Problem ist, wir spielen halt einfach nicht so. Ach. Leute, die Informationen vorrücken. Ich meine, die sind jetzt nicht wirklich gefährlich. Hey, du hast die Spinne meines Schergen getötet. Das darfst du nicht. Jetzt habt ihr plötzlich Panik. Ich glaube, das waren wir. Wir sind dem schrecklich zugestoßen. Rad drehen, das öffnet den Weg zurück. Immer diese Panik. Warum? Wir töten doch nur die Bevölkerung. So, sicher aufstellen. Wie einer fehlt, ist einer tot. Natürlich wieder ein Grüner. Sie hat dann irgendwo so eine grüne Todeswolke. Da gebe ich dir recht, aber trotzdem. Immerlicht ist auch jetzt nicht gerade mein Lieblingsort. So, öffnen wir immer einen Weg zurück, das finde ich sehr, sehr schön. Macht die ganze Reiserei ein bisschen schneller. Ach komm, lassen wir die Dicken auch mal leben. Oh, die Stelle. Ah, das Unterhaltungsprogramm ist also eingetroffen. Oder sucht ihr das hier? Das. Leider hat sie einen unaufschiebbaren Termin in der Arena. Und wenn meine Wachen einen von euch übrig lassen, seid ihr die Nächsten. Formieren! Im Eilschritt Marsch! Bogenschützen in Position! Im Eilschritt Marsch, schon klar. Nehmen wir mal die Grünen. Ihr seid doch hier, um mich zu retten. Vorwärts! Natürlich. Schlagt sie nieder! Wir sind hier, um zu retten und vor allem, um die Bogenschützen auszuschalten. Hat leider nicht ganz so gut geklappt. Ich glaube, wir müssen da eher die... Na toll, ist schon was von den Fässern kaputt. Ich bin sowieso viel zu schön für diesen Ort. Bogenschützen, durchlöchert sie! Das ist besser als die Arena. Okay. Vorwärts, Männer! Beeilung, Beeilung! Wo sind denn noch... Mir ist egal, wie viel Blut ihr vergießen müsst. Holt mich einfach nur hier raus. Können wir dich vielleicht mit dem... Ne, die Fässer sind wahrscheinlich nicht so... Und die Köpfe dieser Kleinen... Ich glaube, was ganz gut ist, ist, wenn wir hier mal kurz das Zelt einreißen. Versucht bitte zu überleben. Das dürfte kein Problem sein. Man sieht, unsere Schergen halten recht gut durch. Verstärkung! Verstärkung! Los, vorwärts! So.
So, und einmal kurz hier durch und... Ah, Mist, die sind jetzt in den Kampf mit den Bogenschützen gegangen. Das wollte ich nicht. Um mich zu retten. Doch nicht da lang, du Hirni. Moment, ich sehe gerade eine einfache Möglichkeit. Um mal kurz das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Wir schicken unsere Schergen hier kurz hoch. Neue Formation! Vorwärts, schnell! Und ich wollte sie nach oben schicken, Mensch. Nach ganz oben. Da steht doch der Chef von den. Aber immerhin. Das ist besser als die Schergen sind manchmal auch zu blöd. Das ist doch nicht wahr. Mir ist egal, wie viel Blut ihr vergießen müsst. Holt mich einfach nur hier raus. Das habe ich doch vor. Man muss mich aber auch mal lassen. Vorwärts! Schlagt sie nieder! Bringt mir seinen Kopf und die Köpfe dieser kleinen Dinger. Einmal kurz hier rein. Macht das Ding kaputt. Und der Dicke da oben hat jetzt auch lang genug rumschwadroniert. Ich richte den platt. Nein, weil ihr dem natürlich nicht auf den Rücken springen könnt. Manchmal sind die Grünen auch so nutzlos. Ich lasse nicht zu, dass in dieser Zuflucht gemordet wird. War das nicht ein wenig widersprüchlich? Egal. Ihr seid doch hier, um mich zu retten. Ja, ich hoffe mal, dass das diesmal klappt. Oh. Töte die Bestien, Wachen! Dann springt eben erstmal die Bogenschützen an. Klappt das? Ja, die Bogenschützen sind hinüber. Ach ja, genau. Ich sehe gerade, ich hätte die Roten auch einfach hier aufstellen können. Dass sie schon mal die einen da da quasi permanent in Brand setzen. Das ist besser als die Arena. Klappt das von hier aus? Nein. Aber von hier aus. Mir ist egal, wie viel Blut ihr vergießen müsst. Holt mich einfach nur hier raus. So. Wie, die können das immer noch, wir können das doch abwehren. Dann, ja, Dreck aber auch. Alle einmal schön nach oben schicken. Da müsste... Versucht bitte zu überleben. War hier nicht vorher dieser Dicke? Wo ist der hin? Tötet ihn! Ich lasse nicht zu, dass in dieser Zuflucht gemordet wird. Machen wir auch schon mal das Ding kaputt. Der Tempel ist kaputt, das ist doch auch schon mal praktisch. Ach, und da ist der Dicke. Ihr seid doch hier, um mich zu retten. Holt ihn euch, Mensch. Das kann doch nicht so schwer sein. Tötet die Bestien, Wachen. Vielleicht hätten wir den Tempel nicht direkt in Schutt und Asche legen sollen, weil jetzt verschwindet vielleicht eine ganze Menge Lebenskraft, wenn wir nicht schnell genug sind. Kommt einfach mal her. Viel zu schön für diesen Ort. Dann eben mit allen einfach mal drauf. Die können hier eh nichts. Das ist besser als die Arena. Mir ist egal, wie viel Blut ihr vergießen müsst. Holt mich einfach nur hier raus. So, und wenn das jetzt nicht klappt, bin ich sauer. So, da ist der Dicke. Bringt mir seinen Kopf und die Köpfe dieser. Wie kann es bitte sein, dass das nicht klappt? Oh, so eine Scheiße, aber auch, das ist doch nicht wahr. Versucht bitte zu überleben. Kann eigentlich ein Scherge so ein Ding tragen? Okay. Braucht aber zu lange. Ich lasse nicht zu, dass in dieser Zuflucht gemordet wird. Wenn ich mich gerade ein bisschen sehr dämlich anstelle, tut mir leid, aber... Ihr seid doch hier, um mich zu retten.
natürlich Rettung naht. So, jetzt ist das Dickerchen auch platt. Tötet die Bestien, Wachen! So, und jetzt können wir auch einfach anstürmen. Haben die nicht wirklich eine Chance gegeben? Sag ich, und schon stirbt ein Grüner. Naja, egal. Das ist besser als die Arena. Glaube ich gerne. Vorwärts, Männer! Beeilung, Beeilung! Tja. Bleibt zurück! Ich habe doch nur die Interessen meiner Gäste vertreten. Ich hätte euch doch nicht in die Arena geschickt. Aber mich hättet ihr in die Arena geschickt. Ihr seid nicht gerade der weiße Ritter, von dem ich geträumt habe. Aber die Rüstung steht euch wirklich gut. Soll das heißen, dass ich hässlich bin? So, was machen wir mit der Dicken? Erst einmal nehmen wir einen Haufen Lebenskraft mit. Ich glaube, die Lebenskraft, die verbraucht sich einfach nicht, die verschwindet einfach nicht. So, jetzt könnte ich die unterwerfen. Aber hier habt ihr wieder die Wahl. Und haben unsere Entscheidung getroffen. Hört ihr das Lachen im Hintergrund? Das war auch sehr schön. Ich sollte vielleicht auch ab und an böse lachen. So, hallo. Jetzt können wir nämlich Immerlicht besetzen. So. Ah, so kommen wir von hier weg. Was? Sie kommt nicht hierher, oder? Leider schon. Je mehr, desto besser, oder? Ja, Juno, das alte Busenwunder. Vielleicht etwas dunkel, kein Tageslicht. Aber das wird schon gehen. Ah, ihr habt mir bereits eine Sklavin als Kammerzofe ausgewählt. Ein wenig dreckig. Wenn du nur einen falschen Schritt machst, packe ich dich und hänge dein Kadaver an der Wand auf. Zu den anderen hübschen, hohlen Dingen. Tushi. Juno ist jetzt eure Hauptmätresse, Herr. Sie bleibt im Turnsaal mit mir. Wenn ihr als Hauptmätresse wieder Kellner wollt, besucht sie in den Privatgemächern. Genau das habe ich nämlich vor. Ich werde jetzt erstmal zeigen, was bedeutet, dass wir jetzt Juno als Mätresse haben. Und dafür müssen wir natürlich in die Privatgemächer. Hallöchen, Juno. Wir sind sehr diskret. Sie sagt nichts. Ich muss auch sagen, Kelda gefällt mir persönlich als Mätresse besser. Auch charakterlich, weil Juno ist so, würde man sagen, sehr materialistisch. Aber mit Juno haben wir jetzt andere. Ihr habt ein gutes Auge. Sachen zum Aufwerten. Zum Beispiel halt hier Löwenalkoven, Schlangenthron. Das sind die Kerzen. Das passt perfekt. Exquisit! Die Juno-Flaggen, aber... Die Nachbarn werden garantiert neidisch. Stattdessen möchte ich gerne etwas anderes machen. Nämlich gibt es hier diesen kleinen Weg. Den habe ich ja schon mal gezeigt. Und jetzt können wir gleich eine neue Hauptmätresse wählen. Da stehen nämlich Juno und Kelda. Es könnte wieder so wie früher sein, kleiner Zauberer. Nur du und ich. Wie wäre es mit etwas Hübschem für mich? Ich finde, man merkt schon. Komm schon, es wurde aber auch Zeit. Tja, hast recht, Kelda. Kelda scheint auch die einzige zu sein von den beiden, die wirklich am Overlord wirklich interessiert ist und nicht einfach nur, ach, der kauft mir ein paar schöne Dinge. So, und jetzt haben wir nämlich ein paar mehr Sachen. Die Overlord-Flaggen wollen wir nicht. Wolfsreiter-Statue. Das passt gut hier herein. Natürlich.
So etwas wollte ich schon immer haben. Schergenalkoven? Du weißt, was mir gefällt. So etwas bekommt man in Nordberg nicht. Feldthron? So etwas bekommt man in Nordberg nicht. Ich finde, das Bett ist auch hübsch. Gute Wahl. Und Teppich und Vorhänge natürlich. Gar nicht schlecht. So. Und jetzt passiert was? Habe ich dir meine Jagdnarben schon gezeigt? Komm, Zauberer. Wir sollten uns wieder besser kennenlernen. Meister! Natürlich geht auch sowas in Overlord 2. Das passiert immer, wenn man einer Mätresse sämtliche Sachen kauft. So das komplette Design quasi. Und ich muss sagen, Keldas Design gefällt mir auch sehr gut, aber es gibt noch... Naja, es gibt auch ein paar bessere Sachen. Ein paar Sachen finde ich dann bei einzelnen Sachen schön. Die Kerzen finde ich haben was. Das Bett ist sehr schön. Und zeigen wir doch mal den Thronsaal. Der Thronsaal finde ich nämlich sieht jetzt auch sehr beeindruckend aus. So, wenn wir uns jetzt einfach mal kurz hier hinstellen und... Es lebe der große Herr! Die Wolfsreiter haben was und der Thron. Alkoven, alles sehr, sehr schön. Hast du was zu sagen, Knödel? Junos Held! Oh, nee. Oh, Juno ist ein Augenschmaus. Mein Herz beginnt zu tosen. Was gäb ich drum, käme sie zu mir und würde mich liebkosen. Boah! Aber ich würde sagen, dann mache ich hier mal einen Schnitt und beende die Aufnahme, weil die Aufnahme ging ja jetzt schon eine Weile. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß am Let's Play. Und ja, sagt mal, was ihr von dem Design haltet und ob ich vielleicht nicht auch mal Junos Design nehmen soll. Ich glaube, das werde ich auch bald mal machen, aber Kelda bleibt erstmal Hauptmätresse, weil ich die einfach viel lieber mag. Halt die Klappe. Obwohl, ich wollte gar nicht den Thron aufrufen. Mist. Ich wollte ihn dann eigentlich wegtreten. Na, egal. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Overlord 2. Bis dahin. Cheerio!